Angela Merkel will als CDU-Chefin nicht mehr antreten im Dezember beim Parteitag. Sie beendet damit eine große Ära. Nach 18 Jahren an der Parteispitze macht sie den Weg frei für einen Neuanfang. Jetzt ist die große Frage, ist das noch eine selbstbestimmte Entscheidung oder war der Druck am Ende einfach zu groß nach all den Wahlschlappen bei der Bundestagswahl, bei den Landtagswahlen zuletzt in Bayern und auch in Hessen? Diese Frage wird sich vielleicht erst beantworten lassen, wenn die Ära Merkel endgültig zu Ende ist. Denn eines steht fest, das ist natürlich der Anfang vom Ende dieser Ära. Angela Merkel hat immer gesagt, Parteivorsitz und Kanzleramt gehören für sie in eine Hand. Jetzt sagt sie selbst, dass sie sich da korrigieren muss, ein Wagnis eingehen muss. Es bleibt ihr eigentlich nichts anderes übrig. Und interessant ist schon, dass kaum, dass diese Nachricht durchgesickert war, schon die ersten Widersacher aus den eigenen Reihen aufgestanden sind. Friedrich Merz und Jens Spahn, die gerne selber CDU-Chef werden wollten. Dann gibt es noch Annegret Kramp-Karrenbauer, die Generalsekretärin, eher eine Merkel-Vertraute. Die wird auch kandidieren beim Parteitag im Dezember. Da ist also wirklich für große Spannung gesorgt. Die Frage ist nun, ob Angela Merkel das Ende ihrer Karriere noch selber in der Hand hat. Da sind schon große Zweifel erlaubt, denn es wird so sein, dass der neue Parteichef oder auch die Parteichefin natürlich versuchen wird, der CDU den eigenen Stempel aufzudrücken und ihren eigenen Weg oder seinen eigenen Weg zu gehen. Und Angela Merkel hat ja betont, sie möchte Kanzlerin bleiben, solange sie gewählt ist, bis zum Ende der Legislaturperiode. Ob ihr das gelingt, ist ziemlich fraglich, denn die Große Koalition ist natürlich sehr instabil und sie hat vereinbart, schon zu Beginn ihrer Arbeit, dass sie zur Halbzeit eine Zwischenbilanz ziehen will. Das heißt, dann werden CDU, CSU und SPD gucken, wie ist es eigentlich gelaufen. Und wenn man ehrlich ist, bisher ist es natürlich nicht besonders gut gelaufen. Das Erscheinungsbild der Großen Koalition ist ziemlich desaströs, was auch dazu geführt hat, dass alle drei Parteichefs angezählt sind. Angela Merkel ist die erste, die den Weg jetzt frei macht. Andrea Nahles, SPD-Chefin und vor allem Horst Seehofer werden jetzt natürlich auch unter Zugzwang gesetzt. Denn der CSU-Chef trägt mindestens genauso viel Verantwortung für das schlimme Erscheinungsbild, das die Unionsparteien in den letzten Monaten, vielleicht Jahren, geboten haben. Ob er sich jetzt halten kann, glaube eher nicht, aber Horst Seehofer ist natürlich auch einer, der immer wieder überrascht hat und der sich dann doch halten konnte, aber ich glaube, es wird für ihn jetzt sehr eng. Für die Zukunft geht es jetzt erstmal auf den Parteitag Anfang Dezember. Da wird nicht nur eine Entscheidung über einen neuen Chef oder eine Chefin gefällt, sondern auch eine Entscheidung über den künftigen Kurs der CDU. Denn es gibt ja in dieser Partei durchaus Menschen, die sagen, die CDU ist zu nah in die Mitte gegangen, hat dafür konservative Wähler verloren. Andere sagen, wir dürfen nicht am rechten Rand das Geschäft der AfD machen. Das heißt, von der Entscheidung, wer Parteichef wird, hängt natürlich auch der künftige Kurs dieser Partei ab und ein bisschen auch das Schicksal der Kanzlerin. Denn wenn jetzt zum Beispiel Jens Spahn oder Friedrich Merz die Macht in der CDU bekommen, dann wird es für Merkel schwierig sein, Kanzlerin zu bleiben, denn die verfolgen schon einen dezidiert anderen Kurs als sie. Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin könnte es für Merkel ein bisschen einfacher machen. Und Angela Merkel muss nun versuchen, einen souveränen Abgang nach dieser langen Zeit an der CDU-Spitze und im Kanzleramt hinzukriegen. Das ist ihr letztes großes Ziel. Sie sagt, sie will mit Würde abtreten. Allerdings hat sie das nicht allein in der Hand.